Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Mein Name ist Oliver Rosenthal. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Ollis Abendshow an diesem Nikolaustag. Sagen Sie, wie war nochmal Ihr Name? Wie peinlich. Gestern hat sich die neue Nachbarin vorgestellt, heute treffen wir sie auf der Straße, aber ihr Name fällt uns partout nicht mehr ein. Unser erstes Thema heute, wie man das Gedächtnis mit kleinen Eselsbrücken auf Trab bringt. Sage und schreibe 8000 Flugbewegungen gibt es jeden Tag im deutschen Luftraum. Doch wer passt eigentlich auf, dass da nichts passiert? Unfreundliche Telekom, gierige Stromkonzerne, Betrügereien im Gesundheitssystem, das sind spektakuläre Verbraucherthemen, mit denen sich der Journalist Theo Koll vom TV-Magazin Frontal 21 beschäftigt. Wir sprechen mit ihm über Skandale, die jeden von uns betreffen können. Heute ist natürlich Nikolaus und deshalb verlosen wir die neueste CD von Otto Waalkes mit Originalsignatur auf dem Cover. Ein kleiner Ottifant ist auch noch oben drauf. Und was Sie tun müssen, um diese CD zu gewinnen, das erfahren Sie im Lauf der Sendung. Bleiben Sie dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Ob wir zum Weihnachtsshopping nach London fliegen oder unseren Winterurlaub auf Malle verbringen, wichtig ist doch vor allem, dass wir heil und sicher ankommen. Und für diese Sicherheit ist die staatliche deutsche Flugsicherung DFS von großer Bedeutung. Täglich koordinieren die Mitarbeiter mehr als 8000 Flugbewegungen im deutschen Luftraum. Am Telefon begrüße ich jetzt Anja Tomek. Sie ist Pressesprecherin der DFS. Frau Tomek, wie kann man sich die Arbeit der Fluglotsen eigentlich vorstellen? Die Fluglotsen sorgen dafür, dass zwischen den Flugzeugen genügend Sicherheitsabstand eingehalten wird. Sie gewährleisten, dass der Luftverkehr über Deutschland zum einen sicher und zum anderen flüssig abgewickelt wird. Ihr Arbeitsplatz befindet sich im Tower an einem der 17 internationalen Flughäfen oder in einer von 5 Radarkontrollzentralen in Deutschland. Im letzten Jahr überwachten die Fluglotsen ja fast 2,9 Millionen Flugbewegungen und ich glaube mit steigender Tendenz. Ist das richtig, Frau Tomek? Ja, das ist wirklich sehr erfreulich. Im dritten Quartal diesen Jahres kontrollierten die Fluglotsen 820.000 Flugbewegungen und das sind im Vergleich zum Vorjahresquartal 4% mehr. Deutschland ist damit nach wie vor das verkehrsreichste Land Europas. Dieser positive Trend im deutschen Luftverkehr müsste ja vor allem die deutschen Flughäfen erfreuen. Frau Tomek, welche Flughäfen konnten denn zulegen und welche nicht? Prozentualer Gewinner unter den 5 größten deutschen Flughäfen ist der Hamburger Flughafen mit 8,7% mehr Starts und Landungen. Auch die Berliner Flughäfen konnten sich über ein Plus von 3,5% freuen und die Nummer 2 in Deutschland, der Münchner Flughafen, wuchs im Vergleichszeitraum um 3,2%. Lediglich der größte deutsche Flughafen, Frankfurt, verzeichnete einen leichten Rückgang von 1,4%. Vielen Dank, Anja Tomek von der Deutschen Flugsicherung. Weitere spannende Details finden Sie auf der Homepage der Flugsicherung unter www.dfs.de. www.dfs.de. Dort bekommen Sie noch mehr Hintergrundinfos und Grafiken zu diesem spannenden Thema und alles, was Sie schon immer übers Fliegen und die Sicherheit wissen wollten. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab. Thank you.